Und damit hallo und willkommen zurück zu Pokémon Go. Ich bin der Dicke und ja, wieder auf dem Weg in die Erfurter Innenstadt. Mal gucken, es gab eine Nest Migration. Schauen wir mal, was die so verändert hat. Viel Spaß. Ja, und wieder führt mich mein Weg als erstes zum Petersberg. Ja, da gab es zwar nicht wirklich ein Nest. Zumindest nicht, dass ich wüsste, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz den ein oder anderen interessanten Spawn. Und das wollen wir natürlich mal angucken. Ne? Außerdem bin ich gerade im Bereich und da gehen wir natürlich direkt hin. So, ich möchte gerne ja, eventuell offene Fragen jetzt direkt im ersten Take beantworten. Und zwar ist das wieder so eine der Wochen, wo ich nicht wirklich weiß, wie das mit der Produktion so alles funktionieren soll. Weil, also bei mir ist aktuell Sonntag und ihr seht, es ist ja 15.23 Uhr. Das heißt, ich werde auf jeden Fall keine 5 Folgen mehr schaffen. Das heißt, wir greifen wieder auf das altbekannte Schema zurück. Am Ende der Folge blende ich ein, wann die nächste Folge kommt. Ja, das hat ja in der Vergangenheit immer ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Deswegen jetzt direkt am Anfang der Folge, damit ihr Bescheid wisst. So. Ja, des Weiteren, ich sag das, es ist Sonntag, ein 10 Kilometer Ei. Wo war ich denn die restlichen Tage? Und vor allem, was machen die Eier? Oh, 2 Zehner sind noch drin. Das dritte Zehner packe ich direkt dazu. Bei den Fünfern warte ich noch, bis sie voll sind. Und so weiter. So, wo war ich die letzten Tage? Gut, die Woche über wieder irgendwo am Arsch der Welt. Ohne Internet, ohne Pokémon und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz habe ich es diesmal geschafft. Ui, Traumfugil. Ganz woanders. Schade. Meine täglichen Spins hinzubekommen. Bin da immer extra so ein bisschen in so eine Stadt da und naja, lustig. Auf jeden Fall sehr lustig. Das hat geklappt und es hat Früchte getragen. Moment, falsches Menü. Und zwar habe ich einen Sonnenstein erhalten. Auch hier wieder nicht durch den 7-Tages-Spin. Ja, also einfach so random. So, dann möchte ich kurz mal auf einen Kommentar eingehen. Ich wurde gefragt, ob es sein kann, dass ich mehr 10 Kilometer Eier bekomme seit dem Release der zweiten Generation. Und ja, also jetzt 3 drin, 2, die ich euch jetzt mal eben noch einblende. Also scheint momentan wohl so zu sein. Könnte sein, dass es Glück ist. Könnte aber auch was Tiefgründigeres dahinter stecken. Man weiß es nicht. Egal. Ich würde sagen, ich laufe jetzt hier einfach mal eine Runde. Und dann melde ich mich, wie immer. Ja, und direkt hier, erste Begegnung auf dem Petersberg, ist so ein Dumm-Hierplex. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dumm-Hierplex. Entschuldigung. Egal. GP 666, äußerst teuflisch. Naja. Ich gehe da mal mit Himbeere ran. Ich weiß nicht, ob man die Bonbons braucht oder nicht. Deswegen erstmal lieber nur Himbeere und keine Sananabeere. Ja? So, 1, 2. Schade. Naja, komm, probieren wir es mit dem Hyperball. Was soll's? Was kostet die Welt? Ja? So, zack. Klasse Wurf. Na, jetzt muss es aber klappen hier. Es windet heute ein wenig. Wie immer. Also manchmal. Zack. Damm hier Plex gefangen. Und jetzt nähern wir uns hier der Glashütte. Über die ich ja. Hier Tackle, Stromstoß. Ja, whatever. Die ich ja in der Vergangenheit schon des Öfteren. Was habe ich denn hier getrackt? Ach, das Traumfugil. Verstehe. Verstehe. Hier ist auf jeden Fall ein Keifel. Und was ist das? Kleinstein. Okay. Wir fangen mal mit Keifel an. Und dann sammeln wir das hier alles mal gemütlich ein. Eieiei, einmal Himbeere drauf da. Und dann würde ich sagen, reicht es aber auch mit einem Superball. Zumindest bin ich da äußerst zuversichtlich. Eieiei. Oder auch nicht, wenn ich nicht treffe, zum Beispiel. Nein, über diese Glashütte habe ich ja in der Vergangenheit schon des Öfteren gelästert, mehr oder weniger. Das ist ein, ja, nicht sonderlich hübsches Gebäude, welches hier mitten in diesem historischen Petersberg-Gedöns auftaucht. Das ist, weiß ich nicht, wer das da hingebaut hat oder genehmigt hat, das da hinzubauen. Ja, das ist ja hier immer alles mit Denkmalschutz und so. Das muss ja eigentlich genauso aussehen wie die Umwelt. Tut's nicht. Nicht mal so ein bisschen.
Naja, gut. So ist das. Egal. Knuffenser am Start. Das holen wir uns natürlich auch noch eben. Aber eigentlich will ich euch damit nicht näher langweilen. Das heißt, ja, ich mache jetzt an der Stelle einen Cut. Und dann gucke ich mal, ob ich das Traumfugil vielleicht nochmal finde. Oder irgendwas anderes. Schauen wir mal. Ja, und zwar nähere ich mich jetzt gerade einem Pokestop, wo relativ viel Action ist. Und zwar haben wir da einen Teddy Ursa, wir haben Hopsprolls, wir haben ein Natu und so weiter und so fort. Und hier steht noch ein Teddy Ursa rum. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das ist, was mir da an dem Pokestop angezeigt wird, weil das ist ja doch ganz schön weit weg eigentlich. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich gehe auf jeden Fall mit Sananabeere ran. Da brauche ich nämlich noch die Entwicklung und somit auch die Bonbons. So, zack. Ach, schön. First Try getroffen, jetzt muss man noch drin bleiben. Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Und da habe ich direkt mal eine Idee für eine neue Beere. Und zwar eine doppelte Erfahrungspunkte-Beere. Das wäre doch schon ziemlich cool. Da hätte man quasi das komplette Spektrum abgedeckt. So 23 Bonbons, da fehlt natürlich noch einiges. Wo laufe ich jetzt hier eigentlich gerade hin? Ah, in die falsche Richtung. Offensichtlich. Naja, hey, passiert. Nichtsdestotrotz ist es soweit, Leute. Die Eier sind vollzählig. Die werde ich jetzt mal, ich sag mal, offscreen in irgendeine Kamera. Nein, ich. Verwirrung, allgemeine Verwirrung, ja, in die Brutmaschinen packen. Hinter mir schreien irgendwelche Leute rum. Ich weiß nicht, was mit den Leuten manchmal falsch ist. Naja, wie auch immer, ich laufe zum Pokestop, pack die Eier in die Brutmaschinen und dann schauen wir mal, was passiert. So, die Eier sind drin und der Pokestop ist in Range und da ist auf jeden Fall schon mal das Hopsprolls. So, und jetzt geht das hier so eine lustige Treppe wieder runter. Eieiei, du, die ist schon immer ganz schön gefährlich. So, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, Hopsprolls fehlen mir, glaube ich, auch noch Bonbons, um die Entwicklung der Entwicklung anzutriggern. Ne? Also quasi die dritte Entwicklung. Gehe ich jetzt mal mit Hyperball ran. Was soll der Geiz? Klasse Wurf. Es windet. Gar heftig. Ich wollte euch aber diese Leiter mal zeigen, die ich hier regelmäßig runterlaufe. Das ist die Hölle. Ja? Nichts. Oh mein Gott. Ich sollte eigentlich nicht so nach unten gucken. Das ist immer unförderlich für die Gesamtsituation. Naja, gut. Nichtsdestotrotz müsste hier ja noch ein Teddy Ursa auftauchen. Ich gucke gleich nochmal einen Tracker. Bloß hier sind gerade viel zu viele Impressionen, die auf mich einprasseln. Ja? Naja. Nee, doch. Wo ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwo da ganz hinten. Gut, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil eigentlich habe ich ein anderes Ziel. Und zwar muss ich 16 Uhr in der Stadt sein. Zu einem Termin, mehr oder weniger. Ja, und da möchte ich jetzt gerne hin. Und dann kriegen wir das alles hin. Und dieses Teddy Ursa da hinten irgendwo lag jetzt nicht wirklich auf meiner Route. Schade eigentlich. Naja, egal. Später. Jo, na Leute, dachte ich mir, gehst du auf dem Weg jetzt hier nochmal kurz und klein Venedig vorbei. Und jetzt sehe ich hier so einen Mantrax und einen Octillery. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also sieht man wirklich selten, sind auch beides, wobei Octillery nicht, aber Mantrax auf jeden Fall ein 10 Kilometer Ei-Pokémon. Jo, und das schwimmt hier halt einfach mal rum. Jo, klasse. Oh, schade. Abgewehrt. Zack, eieiei, okay, also das mit dem da drüben, naja, okay, getroffen. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Hat man ja auch viel zu selten, um das wirklich aktiv üben zu können. Aber nun gut, so ist das halt. Dreimal gewackelt, Mantrax gefangen. Sehr schön, oder nur Mantrax? Mantrax, nicht Mantrax, egal. Gut, einmal kurz begutachtet das Ganze hier, bewerten. Joa, insgesamt wirklich aufgefallen, also nicht so die Wucht. Und naja, 1500 WP. Gut, Octillery. Ebenfalls am Start. Schon cool, ne? Auch um die 1500, nicht schlecht. Da nehme ich auf jeden Fall mal eine Sananabeere, weil wir haben ja noch das ein oder andere Remo-Rate, was man ja da diesbezüglich nutzen könnte, um mal eine Entwicklung durchzuführen in Richtung Octillery. Deswegen brauche ich die Bonbons eigentlich und ich probiere das jetzt einfach mal ein bisschen. Ansonsten, naja, gut. Jetzt haben wir besser drei Bonbons als kein Bonbon. Ja? Also vielleicht gehe ich dann doch mal auf Himbeere über. Lassen wir uns mal überraschen. Eins. Oder war das schon die 2? Ich weiß es nicht. Egal. Probieren wir es mal mit Himbeere. Aber trotzdem, Hyperball scheint ja hier doch etwas krasser zu sein. Habt ihr gesehen, bei Mantrax war der Kreis nicht so orange. Ja? Also entwickelte Pokémon haben da definitiv irgendwo ein bisschen krasseren Fangwert. Wie auch immer. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen irgendwie. Ne? Das ist gar nicht so leicht, Mensch. Wahnsinn. Krass. Und die Zeit tickt, Leute, die Zeit tickt, aber, zack, dreimal gewackelt, Octillery ist drin, nice. So, kurz auch hier mal geguckt, was da abgeht, Bewertung, wird wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen, egal. Aurora-Strahl, Lehmschuss, kann man definitiv vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Jetzt haben wir hier noch einen Pokestop, den drehen wir natürlich gerade mal fix noch. Und
Ja, den Rest sammle ich mir so ein und dann gucke ich mal weiter in Richtung City. Ja, jetzt haben wir hier erstmal noch einen Azuri im Pokémon Tracker gehabt. Da war sogar noch eins, aber das ist, glaube ich, inzwischen verschwunden. Schauen wir mal, es war auf jeden Fall in der Nähe. Wir werden es jetzt vielleicht gleich sehen. Aber jetzt kommt erstmal wieder eine Straßenbahn. Ihr kennt ja das alte Leid hier. Naja, gut. Erstes Azuri, nein, Merrill, erstmal gefangen. Gar nicht so leicht hier. Einmal kurz hier rüber und hier könnte, da ist das nächste. Ah, jetzt ist es genau in dem Moment despawned. Habt ihr das gesehen? Schade eigentlich, egal. Nehmen wir halt das Carpador mit. Hey, macht ja nichts, hä? Vielleicht war ich auch einfach noch nicht nah genug dran und es hat sich gedacht, naja, ich warte mal, bis er näher ist. Ich laufe da noch mal kurz ein Stück hin. Vielleicht taucht es ja wieder auf. Wäre cool. Oder auch nicht. Eigentlich ist es egal, oder? Nee, doch, es wäre schon cool. Doch, ich glaube schon. So, einmal kurz hier weggeklickt. Nein, es ist tatsächlich gänzlich verschollen. Ja, und ansonsten sieht es im Tracker jetzt auch nicht so cool aus. Das heißt, ich setze meinen Weg in Richtung Innenstadt fort und ich melde mich. Ja, du steckst nicht drin, ne? Hier mal eben noch ein paar Meter gelaufen, kommt hier ein Octillery durch einen Rauch. Krass. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Auch über 1000 WP. Hardcore. Ich gehe direkt mal mit Himmelherr ran. Das war aber beim letzten Mal dann doch ein bisschen umständlicher als zunächst erwartet. Zack. Getroffen. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Oh, diesmal First Try. Warum auch nicht, ja? Sehr schön. Okay, einmal bestätigt das Ganze. Auch hier Lehmschuss, Aurora-Strahl. Naja, naja. Gut, nochmal kurz im Tracker geguckt. Es sieht insgesamt nicht so cool aus, ne? Und ich habe jetzt mal, wie gesagt, aufgrund Zeitmangels die Spawnpunkte, die ich jetzt eigentlich noch abklappern wollte, zur Verifizierung, was denn da jetzt los ist und so weiter, ne? Nach der Nest Migration, außen vor gelassen. Das gucke ich mir dann quasi in der nächsten Folge an. Und ja. An der Stelle der Hinweis, ja, ich blende jetzt unten ein, wann die nächste Folge tatsächlich kommen wird. So, guck noch mal kurz, dreh noch diesen Pokestop und Top-Beleber, sehr schön. Jo, und dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle den Cut. Bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, wie immer Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach, ja, wie eben angezeigt, in der nächsten Folge Pokémon Go. Ich bin der Dicke, bis dahin.